Die Entec 2017. Bei mir ist jetzt der Ronald Übelmesser von der Firma Helios. Ich habe vorhin schon gesagt, das klingt so ein bisschen griechisch. Um was geht es denn hier genau? Ja, es geht bei uns um das Thema Lüftung. Die Firma Helios ist ein Hersteller für Lüftungsgeräte. Wir sitzen in Villingen-Schwenningen und stellen also alle Geräte her, die Luft bewegen, vom kleinen Einzelraumlüfter bis hin zu großen Lüftungsanlagen, Dachboxventilatoren, Rohrventilatoren und natürlich auch Systeme zur kontrollierten Wohnraumlüftung. Also für den Laien nicht zu verwechseln mit Klimaanlagen, das ist wichtig. Nein, es geht hier tatsächlich um Belüftung. Also wir bringen mit Belüftungsgeräten Luft dorthin, wo sie auf natürlichen Wege nicht hingelangen würde. Für wen ist denn sowas relevant? Wer braucht das oder wer sollte es nutzen? Ja, im Grunde genommen kann das jeder nutzen. Jeder Bauherr, der heute nach den gängigen Energiesparverordnungen baut. Die Gebäude werden immer dichter. Wir statten die Gebäude mit sehr dichten Fenstern aus, mit dichten Türen. Wir bringen Folien an, um eben hier den Luftaustausch ja zu vermeiden, damit die Wärme nicht verloren geht. Wir bringen dichte Dämmung außen an. Und durch das tägliche Nutzen bringen wir ca. 20 Liter Flüssigkeit pro Tag in ein Gebäude ein, also in einem Vier-Personen-Haushalt durch ganz normales Duschen, durch Abwaschen, durch Blumengießen und solche Dinge. Wir sehen es ja immer, wenn wir geduscht haben, der beschlagene Bartspiegel, und im Haus entstehen ja auch Gerüche beim Kochen, auf der Toilette, und diese Gerüche und diese Feuchtigkeit muss ja wieder raus aus dem Haus. Und da haben wir eben also diese Geräte, die also diese Luft dann eben entsprechend zuführen und dann eben beim Abführen der Luft auch eben die Wärme aus dieser Luft wieder zurückgewinnen. Ich würde gerne fragen, wie macht man das technisch? Also Fenster aufmachen, Luft geht raus, das ist simpel in der Vorstellung. Aber wie sieht das konkret aus? Wie funktioniert das? Wie macht man das? Also Fenster auf ist natürlich das klassische Beispiel. Da geht natürlich die Luft raus, frische Luft kommt rein, aber mit der Luft geht ja die Wärme auch verloren. Und genau das wollen wir ja eben nicht, wenn wir dämmen und hochdichte Fenster dahin machen. Genau das wollen wir vermeiden. Deswegen gibt es bei unseren Systemen einen Abluftkanal. Über diese Abluftkanäle wird in die Geräte die Luft geführt. Es gibt einen sogenannten Kreuzstrom-Wärmetauscher. Im Kreuzstrom-Wärmetauscher wird dann der zugeführten Luft die Wärme eben übergeben und dann dem Wohnraum wieder zugeführt. Klingt spannend. Es funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert auf jeden Fall. Also wir kriegen Wärmerückgewinnungsquoten von 98%. Jetzt haben wir hier einerseits Neubauten. Ich wohne in einem Altbau. Wie sieht es da aus im Verhältnis? Einerseits, was kostet sowas und wie leicht ist es jeweils auch nachzurüsten? Also in Ihrem Fall, wenn Sie schon in einer Wohnung wohnen, eine Nachrüstung für eine Vierraumwohnung würde bei ungefähr 6.000 Euro liegen. Dafür gibt es dezentrale Geräte. Das heißt, im Grunde genommen, ich bringe ein Loch in eine Wand ein, setze das Gerät mit der kompletten Einheit rein und dieses Gerät arbeitet im Push-Pull-Prinzip, saugt also eben auch von außen die Luft an, Keramikkörper erwärmt sich und dann dreht sie, die Drehrichtung dreht sich und dann geht also die Luft wieder nach außen und gibt dann eben die entsprechende Wärme wieder an den Keramikkörper ab. Das Gegenkonzept dazu ist die zentrale Wohnraumlüftung, wird aber eher im Neubau verwendet, wo ich dann eben die Gelegenheit habe, schon in der Rohbaukonzeption die Leitungsverlegung oder die Rohrverlegung mit einzuplanen und dann lege ich die Rohre zu den Räumen, wo Gerüche und Feuchtigkeit entsteht, das sind die Ablufträume, und ich führe die frische Luft den Räumen zu, wo ich dann zum Beispiel schlafe oder mich aufhalte, wie Wohnzimmer oder Gang, Flur, Kinderzimmer. Ich vermute jetzt mal, wir hatten das Thema schon Fördermittel heute, deswegen vermute ich einfach mal, das kann man auch irgendwie irgendwo fördern lassen, da gibt es irgendwelche Töpfchen. Ja, sicherlich, genau. Da gibt es also entsprechende Anträge, die man also dafür stellen kann, dass man also entsprechende Zuschüsse bekommt. Wenn man eben nach diesen NF 2017 Verordnungen baut, kann man sich da entsprechende Fördermittel holen dafür. Ja. Die Häuser werden auf jeden Fall immer dichter, energetischer. Wie sieht die Zukunft aus? Auch da gehen wir davon aus, dass die Energiesparverordnungen weiterhin verschärft werden. Wir haben heute einen Grad von ca. 25% der Wohnräume in der Renovierung und im Neubau, die heute mit kontrollierten Wohnraumlüftungen ausgestattet werden. Und wir gehen davon aus, dass diese Vorschriften so weit verschärft werden, dass wir nicht mehr umhinkommen, jedes Gebäude damit auszustatten. Denn die Bundesregierung möchte ja Häuser haben, passive Häuser, also dass die Häuser so viel Energie produzieren, wie sie verbrauchen. Und diese Bilanz werden wir nur hinbekommen, wenn die Wärmeenergie, die wir also durch die, heute durch das
das Fenster abgeben, in der Zukunft einfach mitgenutzt wird. Also ich würde jetzt auch mal sagen, Jobs mit Zukunft in dem Bereich. Wie sieht es im Nachwuchs aus? Gibt es genug Azubis? Es ist so, dass wir ein sehr hohes Potenzial an Geschäft noch vor uns haben und wir sind auch für die Zukunft sehr gut gerüstet. Aber es ist natürlich schon so bei uns in der Branche, dass also generell ein Fachkräftemangel einfach herrscht und der trifft uns natürlich ganz genauso. Ist ja nichts Neues. Dennoch, toi, 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 vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön.